Oh, das ist die Jukebox. Da kann ich nicht benutzen. Oder? Bild festlegen. Ach lol. Ich kann einen Screenshot machen und den mir im Schlafmodul aufhängen. Moin und herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero im neuen Spy-Pinguin-Update. Wir haben hier jetzt schon das neue Teleportationsmodul gecraftet am Ende der letzten Folge für die Seebahn. Und jetzt steht noch das Schläfermodul an. Dazu fehlt uns allerdings noch ein Fragment. Da müssen wir nochmal losziehen und das Fragment finden und scannen, damit wir das überhaupt erstmal craften können. Jetzt muss ich erstmal das Modul hier parken. Mal gucken. Der Chelicorate ist hier auch noch in der Nähe. Lass los! Puh. Alter, er ist auch immer so dumm, ne? Diese blöde Stange, er hält die immer fest. Das ist mir beim letzten Mal auch passiert. Deswegen hängen die hier so schräg, die Dinger, und nicht so gerade. Weil ich dann immer so panisch wegschwimme gegen diese Stange. Menschen in Panik machen halt merkwürdige Sachen. Eine geschlossene Tür, ich renne einfach dagegen. Hauptsache, sie wird schon irgendwie aufgehen. So ungefähr. Vielleicht sollte ich mal jetzt schon die Batterie mal auswechseln vom Seegleiter. Die ist auf 26. Wir machen das jetzt einfach mal. Ich setze jetzt mal die 26er ein und nehme mir mal hier eine von den vollsten raus. Das ist diese hier. Und setze die mal wieder ein, weil, ne, so mit 26 Energie im Seegleiter ist irgendwie nicht so geil. Ich glaube, da stimmen wir mir ja alle zu. Und jetzt könnten wir mal noch versuchen, noch diese zwei anderen Module zu vervollständigen. Also wir haben jetzt ja das Teleportationsmodul. Und stimmt, warte, ich wollte noch so ein Ding mitnehmen, so einen Würfel. Hatten wir nicht noch Würfel? Ja, genau, hier. Ich nehme mal nur einen mit, damit ich mich jetzt nicht dazu hinreißen lasse, das exorbitant oft zu benutzen. Wir laden den mal nach. Genau, jetzt ist der Würfel da drin. Das Teil sieht aber irgendwie ein bisschen dunkel aus, oder kommt mir das nur so vor? Aber schon eine interessante Mechanik auf jeden Fall. So, liebe Freunde. Dann fahren wir jetzt gleich nochmal rüber in die Purple Vents. Und dann besorgen wir uns da mal noch die letzten paar Module, die uns noch fehlen. Wie diese Module da hängen, ey. Da müsste es irgendwie, finde ich, noch eine Aufbewahrungsmöglichkeit geben. Oder kann man die auch im Docking-Dings andocken lassen? Also einzeln dann. Das habe ich noch nicht probiert. Das müssen wir mal ausprobieren. Das würde mich mal interessieren, ob das geht. Das würde mich sogar mal sehr brennend interessieren, tatsächlich. So, wir fahren jetzt in die Purple Vents, wie gesagt. Und dann schauen wir uns mal an, ob es dort noch die fehlenden Fragmente gibt. Und wir können auch mal schauen, ob wir die Zugänge, die Alternativen finden zur Altera Mining Site. Und wir können auch mal den Spy Penguin noch machen. Das steht auch noch ganz oben auf meiner Liste mit. Und ich kann hier ab und zu auch mal Material noch mitnehmen. Das ist auch ganz schlau. Und ich habe diese komische, ja, ich habe das Ding wieder mitgenommen. Super, das ist perfekt, um Platz zu sparen. Perfekte Aktion wieder. Natürlich habe ich vergessen, das zu Hause zu lassen. Ich fahre jetzt aber nicht nochmal zurück. Wir sind ja schon auf halbem Wege da. Genau, und. Es gibt so viel zu tun hier. Man kommt gar nicht mehr aus dem Machen und Tun raus. So viel muss man machen und tun. Plonk. Das ist Aquariummodul, glaube ich. So, Purple Vents, Purple Vents. Purple Vents sind hier nicht. Hä, wie ich wieder fast zurückgefahren bin, lol. Purple Vents sind da drüben. Da müssen wir hin. Da sind nämlich noch so ein paar Spalten, die wir noch nicht erkundet haben. Wir müssen mal mehr Spalten erkunden. Was ist das da hinten? Was ist das? Da ist was aufgeplöpst. Okay, plötzlich ist es weg. Da lag doch gerade irgendwas. Merkwürdig. Ah, hier sind noch ein paar von den Quallen. Von den Baby-Vents.
Guck mal, die bewegen sich auch. Da habe ich mich nicht getäuscht beim letzten Mal, dass die sich auch bewegen. Die Quallen sind los. Wobei es ja eigentlich mehr so eine Mischung aus Qualle und Tintenfisch ist mehr, ne? So, das ist so eine ganz komische Mischung. Aber schon echt abgefahren. Da würde mich mal die Evolution interessieren und so. Aber man kann die ja nicht scannen, glaube ich. Also beim letzten Mal haben wir es zumindest versucht, da ging es nicht. Jetzt ist es natürlich wieder Nacht. Genau die richtige... Alter, habe ich mich jetzt erschrocken, ey. Also ich habe noch einen Nährstoffblock, den ich essen kann. Das war eigentlich mein Joker für die Landexpedition, die wir auch bald mal machen werden. Aber, naja, fällt halt aus wegen ist nicht. Jo, okay, also hier geht's megamäßig tief runter. Es scheint auch noch Purple Vents zu sein hier. Okay, ja, hier geht's richtig tief runter. Alter Schwede, aber es sieht auch... Alter, hör auf. Das sieht auch schon wieder so unfertig aus hier unten irgendwie. Ich glaube, hier soll man noch nicht hin. Wird mich auch nicht wundern, wenn jetzt das Wasser wieder so rot wird gleich. Ich glaube, hier soll man noch nicht hin. Ja, hier soll man, glaube ich, wirklich noch nicht hin. Ist alles auch noch leer. Hier ist noch nichts wirklich. Da geht's runter so steil. Können ja mal einen Blick noch riskieren. Ein Vorsichtchen. Ja, da geht's in den bodenlosen Schlund. Ich glaube, da dürfen wir noch nicht. Also wir dürfen schon, aber da ist halt noch nichts. Kann man in den Quallen auch drinnen bauen? Nee, geht leider nicht. Haben wir beim letzten Mal schon versucht. Das geht nicht. Habe ich vorgehabt, aber hat nicht funktioniert. Die haben quasi keinen Snap-Point, um Gebäude zu platzieren. Aber merkwürdigerweise trifft das auch zu auf die Steine, die drumherum stehen. Also vielleicht ist das auch einfach nur ein Fehler. Das kann auch sein. Vielleicht wird das nochmal behoben demnächst. Es gibt ja durchaus auch Updates und Fixes für Below Zero. Also in meiner Version, die ich spiele, geht's nicht. Vielleicht geht's bei euch dann irgendwann mal. Deswegen, das wird ja alles aktualisiert und... Ne? Aber bei mir geht's jetzt nicht aktuell. Im Zweifel einfach mal ausprobieren. Wenn ihr es selber habt, das Spiel. Oder euch nicht sicher seid. Wobei man auch sagen muss, so eine Qualle ist an sich... eigentlich nicht so eine sinnvolle Location, weil man hat halt nur einen Eingang und der ist auch noch unten. Das heißt, man muss einmal komplett drumrum und man kann auch kein Modul dann bauen. Also kein, wie heißt's? Moonpool. Ich muss mal reparieren schnell. Sonst platzt der mir hier noch vor Freude. Wo sind denn diese Spalten, die wir da neulich gefunden hatten, wo die... Was? Wo? Wer? Wo, wie? Was? Warum? Ist da ein Chelicerate? Also da ist definitiv irgendwo einer, aber... Gott, ich sehe den nicht, ey. Wenn es dunkel ist, ist ja ganz fies. Die Pinguine sind auch schon in Panik. Pingu-Panik. So, genau. Hier sind die Spalten. Beiß mich nicht. Toll, danke dafür. Da ist eine kleine Ritze. Da müssen wir mal rein. Ich glaube fast, dass wir beim letzten Mal genau hier schon mal waren. Aber ich gucke jetzt trotzdem mal. Muss mal Licht machen. Ah, hier geht's runter. Da hatten wir schon gescannt, glaube ich, beim letzten Mal. Kann auch leider gar nicht mehr genau sagen. Ah, das war dumm. Ach, lol. Nee, ach, das ist mein... ich wollte gerade sagen, ah, da ist es doch. Nee, das ist leider nur mein Sea-Truck. Jetzt sollte ich aber wirklich erstmal was essen. Schön durch die Tauchermaske gefressen. Da ist noch ein Modulteil.
haben wir denn hier? Schlafabteil, ja! Mein Lieblingsabteil! Ja, wir haben's. Eins fehlt noch. Glaube ich, das Docking-Modul müsste ja auch noch eigentlich irgendwo zu finden sein. Vielleicht ein bisschen weiter oben gucken nochmal. Vielleicht hier nochmal ein bisschen. Vielleicht doch ein bisschen. Da oben ist der Chelicorate. Chelicorate, 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 Chelicorate. Hier ist das Docking-Modul. Schneller! New technology acquired. Oh, ich glaube, er hat mich gesehen. Vollgas! Schnell weg! Aber ihr kommt da eh nicht hin. Die Spalten sind zu eng für ihn. Nur ich muss wieder raus, das ist das Problem. Na, wo ist er? Wo ist er? Ha! Gott, ich dachte gerade, dass er da jetzt angesprungen kommt. Leicht empfindlich. Okay, wir müssen dahin. Shit, wir müssen an ihm vorbei, glaube ich. Man sieht ihn nicht. Da ist er. Chill. Oh Gott. Nachbrennerzeit. So, dann bauen wir mal dieses Modul. Was brauchen wir denn dafür eigentlich? Muss ich gleich mal nachgucken. Vielleicht mal da, wo ich nicht direkt gefressen werde, wenn ich stehen bleibe. Vielleicht hier so. Kurz mal rückwärts einparken in diese kleine Nische hier. Also, wenn wir bauen wollen, das Schlafmodul, Schlafabteil, Fasergewebe, Blei und Plaster. Ja gut, da können wir mal direkt gleich farmen gehen, würde ich sagen. Wir brauchen eh Wasser. Ach, der funkelt der hier, der Fisch? Guck mal, der funkelt so komisch. Seek fluid intake. Krass. Ha! Genau, wir holen jetzt im Startbereich einfach nochmal ein bisschen Blei, ein bisschen normales Titan und noch ein bisschen Wasser zum Trinken. Trinkwasser, was man trinken kann. Und dann sollte das passen. Genau, hier ist auch schon was, guckt mal. Ah, schade, da war jetzt kein Blei drin. 3 Einheiten Blei sind bei der jetzigen Bleiknappheit, die teilweise hier herrscht. Da haben wir eins. Schon auch nicht so einfach zu bekommen, tatsächlich. Da müssen wir jetzt mal hier diese Ecke hier ein bisschen untersuchen. Kupfer ist auch gut. Hier geht's in so einen Schlund rein. Da müsste man mal gucken. Das könnte ein Zugang zur Altera Mining Site sein. Und ja, ich weiß, mein Trinken ist knapp. Ich muss genug Platz im Inventar für Flaschen lassen. Scheiße, wir haben gerade einmal Blei. Blei ist echt so ein Mangelding geworden mittlerweile. Aber warte mal, wenn ich den scanne hier, da kriege ich doch noch mal... Genau, kriege ich nochmal Titan. Das ist schon mal gut. Wow. Wir brauchen dringend mehr Blei. Wir brauchen noch 2 Einheiten Blei. Dringend, dringend. Und wir brauchen dringend was zu trinken. Ah, ich brauche alles. Ich brauche alles ganz dringend. Die Blasenfische, ne? Die sind mir halt bis jetzt immer nur bei dieser Startkapsel so aufgefallen in der Gegend. An anderen Stellen scheint es diese Blasenfische tatsächlich nicht zu geben. Und das ist ein bisschen beunruhigend, wenn ich das mal sagen darf, weil das heißt nämlich, man kann ja momentan, oder ich glaube, mit einer Methode mit Salz kann man auch Wasser produzieren. Aber die safeste Methode, schnellste Methode sind halt erstmal die Blasenfische. Und die sind halt nur hier in diesem Gebiet, das heißt, wir müssen dann, wenn, dann immer hierher. Das ist immer ein bisschen doof, irgendwie. Das ist ein bisschen ein Umweg halt. Ein bisschen ein ganz schöner Umweg, wenn ich ehrlich bin. Jetzt wird es auch langsam ein bisschen sehr... Ja, jetzt wird es langsam ein bisschen sehr eng. Wir müssen mal die Landekapsel da markieren. Okay, da hinten. 400 Meter. Oh Gott, da bin ich ja voll vom Ziel abgekommen. Hier den nehmen wir noch mit.
den auch noch. Und dann schnell, schnell, schnell. Schnell zur Kapsel. Nachbrenner! Gut, dass es jetzt diesen Nachbrenner gibt, ey. Dass man den jetzt bauen kann. Weil ich muss schon echt sagen, die Seebahn ist so für sich betrachtet schon irgendwie ein bisschen langsam. Da war die Seemotte ein Ticken schneller einfach irgendwie. Aber die hatte wieder keinen Nachbrenner, ne? Hier muss man halt was tun für die Geschwindigkeit so ein bisschen. Und sich das auch so ein bisschen überlegen, wann man es macht, wann man es einsetzt. Vielleicht nicht unbedingt, wenn man gerade auf eine Wand zufährt. Da! Hinein! Jetzt schnell Trinken herstellen. Wie viel habe ich noch? Konnte man sich nicht irgendwie die Zahlen auch beim Getränk anzeigen lassen, beim Durst, wie viel man hat? Oder wie viel man nicht mehr hat? Ich glaube, das ging irgendwie. Okay, jetzt aber erstmal. Vital signs stabilizing. Gott, wie ich das ganze Wasser wieder weglutschen muss, ey, das ist unglaublich. Okay, wir haben einiges dabei auf jeden Fall. Ich werde jetzt direkt gleich nochmal ein bisschen was herstellen. Und auch nochmal ein bisschen Essen machen. Wasser kann man ja nie genug haben hier. So. Also nochmal Nahrung. Gegen den Hunger, gegen den kleinen Hunger zwischendurch. Wenn du dein Tablet aufmachst, kommen die Zahlen vom Trinken. Echt? Muss ich gleich mal gucken. Danke für den Hinweis. Tatsache, ja, stimmt. Habe ich ganz vergessen. Beziehungsweise gar nicht beachtet. Gut, wir haben eigentlich bis auf das Blei alles, was wir brauchen, glaube ich. Nee, stopp, Quatsch, stimmt gar nicht. Wir brauchen noch das Fasergewebe. Das können wir... Aha! Das können wir gleich mal hier besorgen. Hier haben wir ja die Ranken, die wir dafür brauchen. Ah, scheiße, wir brauchen zwei Ranken, ne? Ich glaube, ich habe nur Platz für eine. Ja, ich habe nur Platz für eine. Okay, dann muss ich nochmal schnell zurück. Ich glaube, ich brauche pro Fasergewebe zwei. Von den Schlingpflanzen. Mal gucken. Ja. Ja, dann lasst uns hier gleich den Barren herstellen. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz, genau. Und dann habe ich hier noch eine Probe drin? Nee. Okay, dann müssen wir noch mal ein bisschen was holen. Abyssale Gewebe. Dann weben wir uns mal was hier. Inventar voll. Genau, dann stellen wir uns das Fasergewebe her. Genau, dann brauchen wir wirklich nur noch das Blei. Ich glaube, ich brauche, genau, ich brauche zweimal von dem Fasergewebe. Das heißt, ich muss gleich nochmal eine Ranke noch holen. Dann haben wir das Fasergewebe. Und das Blei ist halt immer noch das Problem nach wie vor. Das Blei ist halt sogar echt ein massives Problem. Weil Blei, wie gesagt, das ist echt selten geworden, ey. Das ist verdammt selten geworden. Ich weiß gar nicht, warum die das so krass selten gemacht haben. Weil man es auch recht häufig braucht in den Rezepten, lustigerweise. Schon vom Leviathan gefressen worden. Einmal, ja. Tatsächlich. Einmal hat er mich gekriegt. Ich weiß jetzt aber lustigerweise gerade auch nicht mehr, ob das in der Aufnahme war. Oder ob das außerhalb der Aufnahme im Stream war. Kann ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr genau sagen. Ihr werdet es wissen. So, Blei fehlt noch. Blei, Blei, Blei sind alle meine Farben. Das Problem ist jetzt auch, diese Gebiete, wo wir das bis jetzt immer gesucht haben, die sind jetzt auch schon so ziemlich leer gefarmt bald. Was diese Knubbel angeht, diese bewussten Bleiknubbel, diese leicht eckigen.
diese im Vergleich zu den anderen Knubbeln deutlich eckigeren, dunklen Bleiknubbel. Die sind jetzt halt, diese nicht, das sind die Silberknubbel. Die sind jetzt halt schon ziemlich dezimiert worden von uns. Hier, da ist was. Ja, das ist so ein Knubbel. Man übersieht sie halt auch so leicht. Ach, scheiße. Natürlich, wenn du dann mal einen gefunden hast, ist natürlich kein Blei drin. Mann, da ist dann wieder scheiß Titan drin. Aua. Das ist aber auch ganz schön kompliziert hier mit dem Blei geworden. Also wirklich. Das ist echt viel weniger als früher. Das ist richtig wenig geworden. Und dann braucht man das für so viele neue Rezepte. Das haben die doch mit Absicht gemacht. Damit die Spielzeit sich ein bisschen mehr hinzieht. Hier ist ein, so ein Bleistein. Natürlich ist wieder... Das ist so krass. Ja, ich habe Blei gefunden. Nice. Endlich. Hier liegen ganz viele Fragmente rum. Das ist ein Silberstein. Das ist auch ein Silberstein. Hier ist ein Bleistein. Bitte, bitte, bitte Blei. Ah. Man muss sich halt dann auch immer noch durch diese zwei obligatorischen Einheiten Titan durchackern, die dann immer noch rauskommen an der Stelle, statt Blei. Das ist leider ein bisschen doof, wenn ich ehrlich bin. Hier ist nochmal ein Blei. Ja, wir haben's. Ist da gerade was vorbeigeschnipst? Komisch. Aber wir haben es, meine lieben Freunde. Wir können uns ein Bett bauen. Ein mobiles. Habe ich jetzt alles dabei? Kann ich das direkt hier machen? Dann können wir es gleich direkt hier machen. Plastahl fehlt noch, der Plastahlbarren. Ja, den müssen wir noch. Den müssen wir in der Base machen. Da müssen wir nochmal zur Base fahren. Also nicht zu der, sondern zu der anderen. Ja, Blei gibt's auch in den Twisty Bridges. Auch nicht mehr in so großen Mengen wie früher, ist mir aufgefallen. Also, das gibt's da auch nicht so riesig und unendlich. Das haben sie deutlich reduziert, die Bleimenge. Wobei man halt auch wirklich sagen muss dazu, fairerweise, es war halt eine Zeit lang wirklich inflationär viel, was man an Blei gekriegt hat. Also da kann ich das schon verstehen, dass sie das ein bisschen zurückgefahren haben, aber ich finde, jetzt ist es gefühlt wieder ein bisschen zu wenig. Irgendwie. Es könnte ein bisschen mehr wieder sein auch. Es darf gerne auch etwas mehr sein. Chilicorage. Oh, der ist aber jetzt nah. Der ist mir auf dem Fersen jetzt. Jetzt keinen Fehler machen hier. Ah, okay, nee. Der ist nicht ausgeschlafen. Hoppla. Ich aber auch nicht. Ich bin auch nicht ausgeschlafen. Welcome aboard, Captain. Nein! Oh, was mache ich denn? Schnell raus! Okay. Lithium rausholen und wir vergessen den Rest, der passiert ist. Nein! 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 Ich hab keins mehr! Hey, ich brauch zwei Einheiten! Okay. Warte mal. Da war. Ah, wir sind doch an so vielen vorbeigeschwommen. Shit. Dafür gibt's jetzt Gold ohne Ende. Das gab's auch schon vorher. Also wenn du da durch die Thermal Spires durchfährst oder früher auch schon durchgefahren bist, hast du eigentlich Gold ohne Ende gehabt. Das ist halt echt so. Naja, da müssen wir halt nochmal Lithium holen. Davon kann ich euch ein Lithium singen. Lithium... Du hochgeschätztes Lithium. Du wunderschönes Lithium.
Wo bist du? Vielleicht hier unten drin? Ist das nicht hier sogar Lithium? Nee. Plonk. Ach, guck mal, hier ist ein... Was zur Hölle? Ist das Aquariummodul? Tatsache. Das kenne ich jetzt aber nicht. In dieser verdammten Höhle ist nicht ein einziges Lithium-Teil drin. Kann doch alles nicht wahr sein. Kann doch alles nicht wahr sein. Ich weiß, es gibt den Scannerraum und so. Aber davon ist ja nicht gesagt, dass in meiner Nähe auch Lithium sich befindet. Ne? Und vor allem, wie man jetzt nach Lithium sucht und aber diese blöden Bleifelsen jetzt findet. Überall, alle Nasen lang. Das ist immer so. Das, ah, da ist es doch. Wunderschön. So, hervorragend. Jetzt hätte ich natürlich auch das Fabricator-Modul gleich mitnehmen können. Eines Tages kann man in Subnautica so tief schwimmen, dass man Cthulhu findet. Du weißt schon, dass man Cthulhu, schwerer Name, ja, wird auch sehr kompliziert geschrieben, dass man den nicht angucken kann, ohne durchzudrehen, ne? Ohne wahnsinnig zu werden. Das Gute ist, ich bin schon wahnsinnig. Das heißt, mir kann nichts mehr passieren, wenn ich Cthulhu angucke. Ich kann dem Cthulhu ganz tief in seine Millionen Augen schauen. Und Cthulhu schaut einfach nur zurück. Der Wahnsinn. Wenn du in Cthulhu schaust, dann schaut Cthulhu auch in dich. Und Organus muss selber kochen. Mein Beileid. Tiefkühlpizza for the win. Nein! Lass mich! Hat er mich doch mal erwischt, das kleine Schweinchen. Nachbrenner-Time. Gott, wir gleich alles hier zerstört. Die Stimmung. Das U-Boot. Alles auf Nullpunkt. Und ich muss rappen. Glaubt mir, keiner will, dass ich rappe. So. Alles gut, ich habe alles überlebt. Ich bin Profi. Im Gefressenwerden. Hat er sich angepirscht? Das meinte ich nämlich. Wenn der sich so anpirscht, das kleine Schweinchen immer hier. Ich kann gleich mal noch was trinken. So, jetzt brauchen wir den Plastahlbarren. Und dann müssen wir an die Oberfläche und das Ganze bauen. Das Schläfermodul. Sag nicht, der ist jetzt hier wieder dran. Ah, natürlich. Er will wieder kuscheln. Es sieht aber irgendwie putzig aus, irgendwie, ne? So, wenn man ihn jetzt so sieht, mit diesem kleinen Auge. Er hat so ein bisschen was von so einem Kanarienvogel, finde ich. Er müsste eigentlich so, so kleine piepsende Geräusche machen. Piep, piep. Piep, piep. Quack, piep, piep. Quack, piep, piep. Ich finde, das würde zu ihm passen. Ich finde, das würde besser zu ihm passen als dieses. Ja, genau, dieses Geräusch. Oh nein, warum, was mache ich denn? Warum habe ich denn jetzt U-Turn gemacht? Ich wollte mich umgucken, ob er noch hinter mir ist. Ah. Scheißdreck! Schnell nach oben oder irgendwo hin. Hm. Ah, lieber tan wir einen Keks. Ah, genau so. Ah, lieber tan wir einen Bären fressen. Ah. Goddammit. Jetzt explodiert hier alles um mich rum. Ich muss mal schnell rappen. Irgendwas hat gerade schon wieder gebrummt. Ich hoffe, es ist nicht das, was ich befürchte. Alter, hier sieht man gar nichts, lol. Okay, ich probiere das jetzt mal. Was sind denn das für komische Geräusche hier eigentlich? Ich habe Angst. Irgendwie. Also, Schliebermodul. Seebahn-Schlafabteil. Das ist ein Abteil nach meinem Geschmack. Aber sowas von. Das ist auch so schön dick. Guckt mal. Jawohl. So, dann connecten wir das mal. Alter, man sieht überhaupt nichts. Man sieht null.
Nein, das ist nicht das, was ich denke, oder? Das ist jetzt nicht er. Das ist nicht der Dings. Oder? Nee. Alles gut. Wow. Alter, wie hier Armageddon ist schon wieder Whiteout hier oben. Crazy verrückt. Nein. Nein, nein, nein. Ich will es einstecken. So. Warte, lass mich rein. Ah, wieso ist hier Wasser drin? Oh, das ist die Jukebox. Da kann ich nicht benutzen. Oder? Bild festlegen. Ach, lol. Ich kann den Screenshot machen und den mir im Schlafmodul aufhängen. Krass. Da kann ich schlafen. Wie der Name schon sagt, ja. Schlafmodul. Schlafen. Weil man drin schlafen kann. Warte mal. Wollen wir mal schlafen? Ja, wie das Bett ausgeklappt wird, ist voll gut. Nicht schlecht. Juhu! Wir haben geschlafen. Der Wahnsinn. Und der Boden ist schief. Lasst uns mal diese Markierung da hinten mal ausmachen. Toll. Wollen wir mal ein Bild machen? Und das aufhängen? Ich glaube, ich weiß sogar, von wem ich ein Bild machen möchte. Mit F11. F11 kann ich ein Bild machen. Lasst uns mal unseren Freund suchen. Und lasst uns mal ein Bild von dem machen. Da! Also, F11. Und... ja, sehr gut. Wow. Und jetzt schnell weg. Das möchte ich nämlich vorm Einschlafen immer sehen, dieses Bild. Dieses Maul, das auf mich zukommt. Mit offenen Fangzähnen. Genau das. Wer möchte das nicht jeden Abend vorm Schlafen gehen sehen? So, da sollte ich vielleicht auch gleich nochmal ein Medkit nehmen. Oder vielleicht zwei. So. Okay, es sieht nicht ganz so spektakulär aus, wie ich gehofft habe, weil ich doch ein kleines bisschen zu früh auf den Auslöser gedrückt habe. Ich kann das hochladen, lol. Ich kann das auch teilen. Ich kann das auch löschen. Ich glaube, für den Anfang ist das ganz okay. Ein Bild, dass man gut einschlafen kann, genau. Ein Bild für den sanften Schlummerschlaf. Und wie sieht das jetzt aus? Hä? Hat er das jetzt nicht gemacht? Muss ich... ach, ich muss... ah, Bild in den Rahmen übertragen ist hochladen. Okay, jetzt verstehe ich das. Das ist aber noch ein bisschen unsauber da drin. In dem Rahmen. Da ist noch so ein bisschen so ein Rahmen über dem Rahmen. Wenn ihr versteht. Also man sieht, dass das Bild einfach nur drüber gelegt ist. Das muss noch ein bisschen besser integriert werden, glaube ich. Das sieht noch ein bisschen unsauber aus. Aber sonst ist das schon ziemlich cool, diese Funktion. Man könnte fast denken, das ist ein Fenster. So an sich. Ein Traumfänger. Ja, aber einer von der fiesen Art. Und das hier ist übrigens die Jukebox, die aber noch nicht funktioniert anscheinend. Die aber irgendwann mal funktionieren soll. Da soll man dann tatsächlich von seinem Rechner oder ich glaube auch von Streamingdiensten Musik einspielen können. Die man dann im Spiel in 3D anhören kann. Was zur Hölle? Ich glaube, mein Bild wird gerade Realität. Mein Foto. Vielleicht sollte ich mal schnell zur Base zurückfahren vielleicht. Wo ist denn die Base? Da unten. Oh. Da ist er auch gleich wieder am Start hier, der Knabe. Jetzt schneidet er mir den Weg ab. Jetzt wird er intelligent hier. Oh, er ist wirklich schlau. Guckt mal. Ah, da kann ich. Ach, ich muss ja erstmal abdocken. Das Modul, verdammt, warte mal. Nicht jetzt, nein! Bremsen! Oh Gott. Wenn man den Nachbrenner zündet, kann man nicht mehr bremsen. Kleine Info, die vielleicht wichtig sein könnte an der Stelle. Vielleicht sollte ich schauen, dass die Base zwischen mir und ihm ist. Könnte schlau sein.
So, wehe. Lass mich hier mein Modul abdocken, kleines Schweinchen. Nein, wie hänge ich denn hier? Nein, du sollst dich doch andocken. Ach Mann, das ist auch wieder schlau von mir, dass ich das natürlich hier direkt am Felsen mache, wo ich keinen Spielraum habe. Schnell weg. Wo ist er? Da hinten. Jetzt schnell andocken. Schnell. Los. Los, Dockers. Ja. Welcome aboard, Captain. Hey, geschafft. Wie er sich immer wie so ein Volltrunkener da rausgeifert, da so mit seinen Armen. Das Vieh mag keine Paparazzi. Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. So, was ich eigentlich auch mal ganz gerne probieren würde, das mache ich jetzt mit vollem Risiko, ich will mal schauen, ob ich die einzelnen Module auch in den Docking-Port hier docken kann. Lasst uns das mal mit dem Sleeper-Modul versuchen. Sollte man da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. So, versuchen wir das mal. Ich bin mal gespannt. Vielleicht kann ich das jetzt so hier reinbuxieren und dann wird es vielleicht angedockt. Mal gucken, mal schauen und dockt das an. Nee, leider nicht. Aber ich würde sagen, an der Stelle ist auch wieder diese Folge zu Ende. Wenn es euch gefallen hat und jetzt auch Bock bekommen habt, Below Zero selber zu spielen, ihr könnt euch das holen im Epic Store und ihr könnt dabei auch gerne meinen Creator Tag Spielbär mit AE benutzen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt damit meinen Kanal und diese Videos direkt. Und es wäre sehr nett, wenn ihr es tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Und abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Es kommen täglich Videos, also abonnieren und aktivieren. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Subnautica Below Zero. Bis dann, ciao, ciao.